Schubkibanden. Nightshift, heute hier, Pujan kann nicht reden. Ja, weiter geht's nach dem Intro. Servus, Grüezi und hallo bei Schubkibanuki Nightshift. Heute hat er jetzt mal einen Schlaganfall durch mich bekommen und ihren Herzinfarkt. Genau, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus unserem Nightshift-Studio. Mit dabei sind der Sascha, der Chrissy und der Pudgy. Genau. Und was machen wir heute? Ja, er stellt wieder eine bescheuerte Frage. Ich stelle eine Frage hier bei Schukimanoki, das wahnsinns fette Bräute. Ja? Was ist eine Mannheimer Rakete? Eine Mannheimer Rakete, das ist, da habe ich eine gesehen. Ich weiß nicht, er wiederholt immer nochmal die Fragen. Ja, als hätte ich Ahnung und dann, scheiße, dann wird er leise. Ich habe schon ein paar Mannheimer Raketen kennengelernt, auf jeden Fall. Nicht nur zu Silvester, sondern wirklich am Wochenende. Wir reden von Raketen und Mannheim. Ja, und in der Diskothek, ja. Da sind ja, es gibt ja Diskothek ist gar nicht schlecht. Siehst du? Sag ich doch. In der Diskothek gibt es ja Getränke. Und in der Diskothek, die Getränke, die am meisten verkauft werden, sind die Mannheimer Raketen. Das sind die gängigen. Da bist du jetzt wieder vom Thema abgekommen. Wusste ich. Aber was hört man denn in einer Diskothek? Mucke. Ja, und woraus besteht Musik? Aus Tönen. Ja. Das ist ein Ton oder was? Eine Mannheimer Rakete. Das ist eine Tonfolge. Genannt die Mannheimer Rakete. Ach so. Ich lasse das mal gelten von Julian. Das ist eine Tonfolge. Aber ganz kurz, können wir mal das mal in Zeitlupe haben? Du machst es doch schon in Zeitlupe. Also pass auf. Die Mannheimer Rakete ist ein Dreiklang, der durch das Weglassen des zweiten und vierten Tones der Tonleiter entsteht und schneller und dynamischer klingt. Kannst du dir das vorstellen? Voll auf den Sack. Das waren jetzt zu viele Fremdwörter. Aber wer hat Diskothek gesagt? Das wollte ich schon mal festhalten. Wer hat heute Schoki Banoki gesagt? Ja, genau. Lass mal gelten, oder? Wir machen mal noch eins weiter schnell, ja? Warum ist es außerordentlich schwierig, Kamele künstlich zu befruchten? Weil die nämlich im Höcker gebären. Und wenn man die berühmten Höcker gebären. Im hinteren Höcker. Ja. Wenn man hinten durch den Einlass der Kamelin durch möchte, dann müsste man um den Höcker rum, drüber, ja, drunter durch, an der Wirbelsäule lang, in den zweiten Hocker. Im zweiten Hocker ist die Bärmutter. Kamele sind die Vorreiter der offenen Sexualität. Das weiß jeder. Also im Tierreich, was die schon alles gerissen haben, ist der Hammer. Und mittlerweile ist das so, und das hat sich auch in den Genen festgesetzt, Kamele treiben es nur im Darkroom. Es ist aber bescheuert, weil wie willst du im Darkroom befruchten? Ja. Und deshalb, jedes Mal, wenn der Mensch da reingeht und das Licht anmacht, denken alle, Mist, Stimmung weg, Kamele haben keinen Bock. Ja, bei den Kamelen ist es so, die Frau muss Bock haben, nicht wie bei den Menschen. Die Frau kann ja immer gebären im Prinzip oder trächtig werden. Du bist in der richtigen Richtung. Und die Frau muss Bock haben beim Kamel. Den Kamelbock. Ja, aber wenn die natürlich im Hellen das macht und nicht im Darkroom, dann hat sie keinen Bock. Nein. Genau, es muss, die Frau muss... Du kannst auch leiser mit uns sprechen. Die Kamelfrau... Ich hack ihm gleich den Arm ab. Die Kamelfrau muss Lust haben auf den sexuellen... die muss einen Höhepunkt haben. Bevor es nur zur Sache geht. die Kamelfrau... Sorry, du warst... Ich hab doch gar nicht angefangen. Du warst scheiße. Und die hat natürlich keine Lust, wenn einer mit einem Handschuh rankommt und dann irgendwie das Ding dann einführt. Und da hast du keine Handschuh? Lust. Nein, ich nehme... Wieso Handschuh? Ich mach das ohne. Ich mache das ohne Kamel. Ich habe meine Uhr da drin verloren. Ich will das mündlich einmal. Die Uhr, die du mir geliehen hast, da läuft sie. Ich glaube, also es geht tatsächlich in die Richtung von wegen die Kamelstute. Muss erkennen, alles klar, da kommt ein richtiger Kamelhengst. Und nur dann ist sie auch bereit, Kamelhengst steht hier auch drauf, sich befruchten zu lassen. Und deshalb ist es nicht einfach so gemacht wie bei Elefanten oder Pferden oder was weiß ich. Ich kenne mich da nicht aus. Oder Schildkröten. Ich merke es. Dass der Tierpfleger da einfach hingeht und mit Saschas Handschuh da irgendwas platziert. Mhm. Sondern die müssen das wirklich mit Kostüm und allem drum und dran machen. Mit Geruch, mit Traben, das mit Geräuschen. Geruch? Es fällt, Sascha, ich muss dem Pujan, der ist schon wieder verdammt nah davor. Der geht mir voll auf den Sack heute. Ja. Also es geht um die Lockstoffe. Korrekt, ja.
Korrekt. Also ich lese mal die Lösung vor. Oh, ja. Die Kamelstute okay. bekommt erst dann ihren Eisprung, wenn der Hengst sie besprungen hat. Bestimmte Hormonbeigaben im Kamelsperma und der strenge Geruch des Hengstes lösen den Eisprung erst aus. Das zweite bringst du ja immer mit. Den so strengen Geruch. Das so witzig! Ja. Also, das, die Kamelfrau muss Bock haben. Ja. Nee. Also Eisprung und Geruch. Ja, Hormone, also Geruch. Das ist Saschas Thema. Auch. Das war schon wieder der Arme rund, der Moment hat beim Thema Geruch. Ich krieg einen Eisprung. Okay, nein, ich krieg einen Eisprung. Die Kamele hier rundherum kriegen alle Eisprung. Bis zum nächsten Mal. Cheerio, Miss Sophie. Ciao. Gute. Wer auch unser Studio Bangkok nutzen möchte und mit professionellem Equipment und geschulten Mitarbeitern seine Sendungen, Schulungen oder sonstigen Videos aufzeichnen möchte, der sollte sich an die eingeblendete Adresse wenden. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, würden wir uns freuen. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr benachrichtigt werdet und keine Folge mehr verpasst.